Jemenitische Serbian. Reichlich pflanzliches Öl. Drei sehr grob gehackte Zwiebeln karamellisieren. Die sollen so richtig schön braun werden. Die nehmen wir jetzt raus. In dem gleichen Öl drei Hähnchenbrust anbraten. Das Essen muss für die nächsten 3 Tage reichen. Hähnchen ist so teuer geworden, ich musste die halbieren. Und das Hähnchen wieder rausnehmen. 4 geviertelte Kartoffeln anbraten. 6 Esslöffel Joghurt. 5 oder weniger Knoblauchzehen. Halben Teelöffel Cayennepfeffer, Teelöffel Kardamompulver, am allerwichtigsten ein Teelöffel Kurkuma. Die Hälfte von unseren karamellisierten Zwiebeln. Die Farbe gefällt mir noch nicht so, also noch ein Teelöffel Kurkuma. Ist ja gesund, nicht? Ein halben Glas Die Wasser, Hähnchen wieder da rein, die Marinade oben drauf, 2 Teelöffel Salz und Pfeffer nicht vergessen, Lorbeerblätter, ein paar Nickeln, ein paar Kardamom, 1,5 Liter kochendes Wasser, etwas Salz. Und dann kochen wir gut gewaschenen Reis für 5 Minuten da drin. Wie geht's dir eigentlich? Würde mich echt mal interessieren. ein paar Safranhärchen, heißes Wasser ziehen lassen. 5 Minuten später den Reis wegnehmen und absieben. Den Reis hier reingeben. Safranwasser kreisförmig dazugeben. Die restlichen Zwiebeln hier rauf. Bisschen Koriander. Alufolie oder irgendwas Feuerfestes in der Mitte rein. Schnellkohle anmachen. Hier rein. Olivenöl rauf und direkt zumachen. Und jetzt einfach nur noch 5 bis 10 Minuten ziehen Lass lassen. uns zusammen den Orient in deiner Küche bringen, denn wir machen heute